Warum gucken Männer Pornos? Sie gucken das immer dann, wenn es ihnen ganz besonders schlecht geht, weil sie eigentlich ein Gefühl zudecken wollen. Für viele Paare ist das ein dickes Thema, dass die Frauen sich verraten fühlen, verlassen fühlen. Niemand versteht, was eigentlich wirklich dahinter steht. Und meine Idee war, ob ich da ein bisschen zu beitragen kann, durch dieses Video zu verstehen, warum ist es so, ne? Viele Frauen in der Sexualität sagen, mein Mann ist so abwesend in der Sexualität. Die Frauen mögen dann keinen Sex mit dem Mann haben, wenn die Männer so abwesend sind. Mein Partner ist irgendwie nie wirklich präsent, deswegen habe ich keine Lust auf Sex. Und die Männer wollen dann Sex haben, schon. Aber es ist ein Sex, der ja so eine Funktion hat, also so einen typischen Ablauf hat. Und die Frauen mögen das nicht, weil sie merken, das geht gar nicht um sie, sondern da wird irgendein Programm abgespult bei dem Mann. Und deswegen weigern sie sich dann meistens, Sexualität zu haben. Und dann wird die Frau beschämt und beschuldigt, du hast ja nie Lust auf Sex. Und die Frau sagt, ja, aber ich will diesen Sex nicht. Und das verstehen die Männer nicht. Die verstehen es nicht und die Frauen können es den Männern aber auch nicht erklären. Und für Verachtungspaare ist es ganz wesentlich. Also das ist die Geschichte von dem Hanno und das ist eine wahre Geschichte. Und der hat immer abgetan, die Abwesenheit seines Vaters. Auch der Papa, der war nie da, das war ja nicht so wichtig. Da hat er nie hingeschaut, welche Bedeutung das jetzt tatsächlich für ihn hatte. Also das ist Klein Hanno. Der große Hanno ist heute sexsüchtig. Dann gucken wir das mit dem Papa an. Der Papa hat ein ganz schlimmes Kriegstrauma erlebt und die Mama von ihm ist sehr missachtend. Wir haben uns mal die Triangulierung von dem Hanno angeschaut. Ne? Da ist der Vater und die Mutter und die haben permanent gestritten. Er hat sich dagegen abgeschottet, weil er das als Kind nicht ertragen hat. Die Mama war sehr fesselnd, das heißt, sie hat dem Sohn nichts Eigenes gestattet. Die hat ihm keinen eigenen Raum gegeben. Und er hat aber auch vom Papa keine Unterstützung bekommen, indem er der Mama gesagt hat, also so geht es hier nicht. Also er hat keine gesunde Triangulierung machen können. Triangulierung bedeutet ja, wenn die Mama zu eng ist, dann kommt eine dritte Person dazu, die sagt, das geht so nicht. Ne? Also da gibt es dann eine gesunde Ausbalancierung zwischen Mutter und Sohn durch den Vater beispielsweise. Das hatte der Hanno aber nicht. Weil die Eltern so verstrickt waren miteinander, dass die Mama sich dann auch über den Papa beklagt hat. Und daraufhin hat der Hanno sich innerlich dermaßen abgeschottet. Ne? Hat so eine innere Mauer um sich drumherum gebaut und hat dann hier immer von der idealen Familie oder von seinem idealen Leben, der hat sich eine ideale kleine innere Welt aufgebaut. Ich habe diese Triangulierungsübung dann auch mit dem Paar gemacht. Das heißt, die Partnerin erlebt der Hanno als extrem fesselnd. Die haben permanent Streit miteinander. Die haben auch einen kleinen Sohn und die Mama und der Sohn sind ganz eng. Und der kleine Sohn sehnt sich nach seinem Papa. Aber der Hanno hat diese absolute Mauer in sich und die Partnerin sagt, er ist nie anwesend. Und was er wohl macht, ist, dass er jetzt diese Pornos anschaut. Die Suche nach der idealen Frau lebt der Hanno jetzt in diesen Pornos. Das heißt, der Hanno neigt immer noch dazu, seine Regulation über eine zu enge Beziehung, über diese Weggehen in die Pornos und das Mauern aufzubauen. Das ist aber doch das Eigentliche. Es geht ihnen gar nicht um Sex, andauernd Sex haben, sondern es geht ihnen darum, dass sie eigentlich keine Verbindung herstellen können zu ihrer, echte Verbindung zu ihrer Partnerin. Wenn sie jetzt weinen würden, dann würde sie womöglich sie ablehnen. Und sagt er, ja, genau. Dann hat er so geweint, ne? War so schön. Also es sind dann so Sternstunden von Therapie, ne? Und die Frau ist dann zu ihm hergerückt. Und das hat einen riesigen, die sind so glücklich mittlerweile, die zwei. Das ist so schön, das mitzuerleben, ne? Wie wenn sowas aufgeht und er begreift, dass er eigentlich nur seine Trauer über seinen Papa da nicht wagte und durch diese Gemeinheit der Eltern, die waren ja beide gemein zu ihm, ne? Dass er das nicht wagte zu spüren und auch nicht zu zeigen in der Beziehung, weil er Angst hatte, dass er dann wieder verlassen wird von der Frau. Aber die hat standhaft zu ihm gestanden. Das war auch eine Frau, die ist ja relativ souverän mit seiner Sexsucht umgegangen. Das machen ja nicht alle Frauen. Das können auch nicht alle Frauen. Und als der Hanno das begriffen hat, hat er sich den Tränen seines Sohnes zugewendet und hat versucht zu spüren, wie traurig das Kind ist. Und dadurch ist er dann in Kontakt gekommen zu seiner eigenen Trauer, zu seinem Vater. Und der Knackpunkt war bei den beiden eigentlich, als er begriffen hat, wie bedeutsam es ist, dass der Vater nie für ihn da war. Weil das Paar ja diese Triangulierungsstörung in der Zweierbeziehung verklinscht.
Ich muss mich immer sehr mutig zusammenreißen, wenn die zwei sich beide so einig sind. Ja, so ist das. Dass ich sage, seien Sie so lieb, aber ich erlebe das ganz anders bei Ihnen beiden. Ich habe eher das Gefühl. Dann hast du ja direkt zwei Hörner, vier Hörner gegen dich gerichtet. Das ist nämlich nicht leicht. Gutes Bild, ne? Mit den vier Hörnern. So erlebe ich das. Ne? Erst sind sie ja so, ne? Und wenn ich sage, ja, aber immer langsam, ich erlebe das ganz anders, dann wusch, dann habe ich sie gegen mich selber gerichtet.